Heute wird gebouldert, für mich eine komplett neue Sportart, die ich lernen will. Und deshalb treffen wir uns heute mit Laura, denn die macht das Ganze seit über 6 Jahren. Nice. Ah, das tut aber so weh. Dann liegst du hier wie so ein Käfer auf dem Rücken. Mann! Genau, erstmal herzlich willkommen im The Rock in Karlsruhe. Wir werden uns jetzt erstmal so ein bisschen warm machen mit den leichteren Routen und werden uns dann auch so ein bisschen an schwierigere Routen wagen. Und am Schluss machen wir noch eine kleine Challenge. Ihr könnt gespannt sein. Bouldern ist Klettern ohne Seil und meist in Absprunghöhe. Das heißt, man ist nie allzu hoch und kann deshalb auch nicht allzu tief fallen. Die sogenannten Routen, also die Strecken, die geklettert werden, werden in unterschiedliche Schwierigkeitsgrade unterteilt und haben verschiedene Farben. Hier zum Beispiel die blaue-pinke. Blau steht dabei für den Schwierigkeitsgrad und rosa für die Farbe der Griffe. Dann werden jetzt die Schuhe angezogen und dann geht's an einfach, an die erste Schwierigkeit. Du darfst jetzt erstmal hier die grüne-pinke machen. Das ist der Start und hier muss ich mit beiden Händen rein. Genau. Füße sind egal. Außer auf dem Boden. Außer auf dem Boden. Gestartet wird beim Bouldern mit beiden Füßen an der Wand oder mit beiden Füßen auf einem Element. Und auch die Hände müssen an vorgegebenen Positionen an der Wand sein. Und eine Route ist dann geschafft, wenn man sich 3 Sekunden lang an dem Zielelement festhalten kann oder es für 3 Sekunden lang berührt. Du hast direkt gelacht. Muss ich jede benutzen? Nein, musst du nicht. Du darfst deinen besten Weg finden, um nach oben zu kommen. Okay, und jetzt 3 Sekunden, ne? Ja, das passt. Das war die erste Route. Wie hat es sich angefühlt? Ich bin ehrlich froh, dass es nicht höher ist, weil ich habe echt so eine Sache mit Höhe. Aber ich habe auf jeden Fall Bock, jetzt eine nächste auszuprobieren. Oder wenn du schon Verbesserungsvorschläge hast, natürlich auch da. Ich sag jetzt mal so. Lass es. Nein, es gibt gar nicht unbedingt Verbesserungsvorschläge. Das Schöne beim Bouldern ist ja, du kannst erstmal starten, wie du willst. Du musst nicht eine gewisse Vorgabe haben. Es gibt natürlich immer eine Beta, sage ich jetzt mal. Der übliche Weg, wie man es machen sollte. Genau. Und ich habe jetzt vielleicht ein bisschen Freestyle. Genau, okay. Aber das ist immer so. Keiner macht die Route immer gleich wie der Route-Setter, sage ich jetzt mal. Aber das ist ja auch das Schöne. Jeder findet seinen eigenen Weg. Stufe hoch. Wir starten einmal mit dieser blauen Pinken hier. Und zwar denke ich einfach, dass schon so ein bisschen Technik mit dabei, die du brauchst. Schau, dass du mit den Schuhspitzen stehst, weil man versucht am Anfang immer hier alles zu nutzen und aufzustehen. Versuch eher hier zu stehen, hast du einfach einen stabileren Stand auch. Genau, ich lasse dich erstmal probieren. Gut, achso, ja, beide Arme. Genau, das meine ich. Naja, ja, ja, egal. Egal. Das ist noch zu hoch. Okay. Ja? Ja? Man versucht am Anfang einfach mal hoch zu prügeln, wie es geht. Ich empfehle dir jetzt noch als zweiter Tipp, schau dir die Route vorher immer an. Welche Griffe kannst du nutzen, um es dir einfach leichter zu machen? Was sind vielleicht eventuell nur dritte? Da oben, du hast den ja jetzt so schlecht gegriffen, dachtest du ja auch, wie soll ich den überhaupt nehmen? Den hast du gar nicht benutzt, ich glaube, den hast du gar nicht gesehen, dass du quasi hier hingehst und dann kannst du ganz locker hier oben greifen. Ja, ich habe dann so über den Kopf reingegriffen. Nächste Route gleicher Schwierigkeitsgrad, da greift er noch. Wahrscheinlich über, wird dann da mit dem linken links rein, da hoch, dann da lang und dann muss ich gucken. Okay. Ja, come on, come on, bleib dran. Füße stellen, ja. Steh mit den Füßen schon ein bisschen höher. Ja. Ja. Steh mit rechts. Du warst so nah dran. Aber ich weiß jetzt, was du meinst mit Mut. Weil du musst ja auch damit rechnen, dass du dann abrutscht. Ja. Okay, krass. Das sind jetzt halt schon mal, deswegen habe ich die ausgewählt, andere Griffe. Und achte immer auf deine Füße. Such dir immer passende Tritte für deine Füße, dass du gut hoch stehst, also dass du gut an die Griffe locker greifen kannst. Weil wenn du noch da unten stehst und dann hochgreifen willst, dann ziehst du dich mit aller Gewalt vielleicht hoch. Mhm. Aber wenn du dann gleich schon hoch stehst, bist du einfach schon näher dran und kannst echt easy weitergreifen. Okay, komm. Come on. Komm on. Komm, bleib dran. Und hoch. Denk an die Füße. Ja. Stell deinen linken auch noch hoch. Und dann hast du es. Der hebt. Ja. Boah. Boah, okay. Wie war's? Okay. Hast du oben ein bisschen Schiss gehabt? Ja, wirklich. Wirklich, bei dem von dem linken zum rechten rüber war so,
Ich habe keine Ahnung, wie es da aussieht. Entweder packe ich oder ich falle wieder. Yes. Das ist dann wirklich auch Mut. Je nachdem, wie man sich halt fühlt, stehe ich gerade gut? Habe ich den gut in der Hand, den Griff oder nicht? Ja, okay, da klettert der Kopf mit. Krass. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so schnell kommt. Doch, tatsächlich schon. Wenn du noch mal eine Herausforderung möchtest, immer, haben wir natürlich hier jetzt mal den harten Überhang. Jetzt habe ich die ganze Zeit was an geraden Wänden oder ein bisschen Überhang gemacht. Und hier haben wir halt echt schon krass den Überhang, was einfach noch mal ein anderes Feeling und eine andere Power bedeutet. Ich würde sagen, die blaue hier. Und wahrscheinlich beim Überhang könnte ich mir vorstellen, je weiter die Beine weg sind, desto anstrengender wegen des Hebels. Also möglichst versuchen nah ran. Genau, vor allem mit deinem ganzen Körper auch. Bring deinen Arsch zur Wand, sage ich immer. Weil je weiter er von der Wand weghängt, umso mehr geht natürlich dann dein Gewicht nach unten. Deswegen musst du eben auch die ganze Zeit die Rumpfspannung aufrecht halten. Das ist halt das Schwere. Let's go. Come on. Ey, das ist ja voll anders. Come on. Ja, yeah. Okay. Come on. Oh, ey, yo, yo, yo. Ich hab ja gesagt, das ist eine Herausforderung. Das wird wild, ja. Okay, come on. Come on. Come on, bleib dran. Und hoch. Yes. Gut stehen. Den mit beiden Händen an den großen. Ja. Hast fast schon so viel Kraft verloren, aber ja, gib alles. Alle. Oh Mann, ich habe Angst. Ich habe Angst, dass ich da abrutsche. Alter. Oh. Boah, das ist so ein Unterschied. Du hängst da und dann kommt die Höhe hinzu. Du musst, finde ich, jetzt einen verhältnismäßig großen Abstand von hier bis da. Und dann hängst du nur und weißt, wenn du das jetzt nicht kriegst, dann liegst du hier wie so ein Käfer auf dem Rücken. Ich zeig dir mal, wie man das schön macht. Unnormal, wie man den Bauch anstrengen muss, damit die Füße überhaupt wieder oben an die Wand kommen. Und dazu dann dieser Aspekt jetzt schon bei mir die Höhe, dieses komplett umgreifen zu müssen. Und oh. Genau, das Problem ist halt auch, umso länger du dann brauchst und deinen Körper wieder ranbringen musst an die Wand, wieder wegschwingst, dann gucken musst, scheiße, wo muss ich jetzt hin? Das kostet alles so viel Zeit. Ja. Zum Beispiel, ich fange jetzt hier auch noch mit einem Bein an, drücke mich hier raus, stehe um. Krass. Boah, krass. Du bringst deine Beine immer so sauber wieder und schnell zurück an die das Wand. Ist es, bei mir ja. Ist jedes Mal gebaumelt, wieder zurück. Ah, dieses Gefühl, packst du es oder packst du es nicht, fällst du oder fällst du nicht. Denk, deine Beine mitzunehmen, immer an der Wand bleiben. Yes, come on. Come on, Beine ran. Ja, perfekt. Come on. Alle geht schon. Mit beiden. Wow. Come on, der bricht nicht ab, alles gut. Beine hoch an die Wand. Ja, come on. Alle, die sind gut. Mann! Los geht's. Ja, yeah. Come on, du kannst links noch stehen. Ja, come on. Jetzt hast du's fast. Jetzt hast du's. Steh hoch. Komm schon. Oder so. Komm mal, der ist gut. Ja! Woo! Ja! Ja! Oh. Yes! Ja! Oh, ich hätte es nicht gedacht. Nice! Bam! Oh, geil, ey. Boah, ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte es wirklich nicht gedacht, aber ich dachte so, dann in der Wand so, scheiß drauf, jetzt durchziehen. Dann den zweiten Versuch hast du nicht. Ja. Wenn du jetzt fällst, dann fehlt dir die Power. Ja, ist geil, was der Körper dann doch nochmal schafft, wenn der Kopf so ein bisschen mitmacht. Das ist krass. Geil, okay, ich fühl's doch schon ein bisschen. Also. Boulderhallen gibt es ja eine Menge, ne? Ja. Definitiv. Sehr gerne mal ausprobieren. Es ist echt nice. Also, ja. Auch wenn Leute sagen, oh, ich kann das doch gar nicht, das stimmt nicht, weil es gibt für jeden was. Und jetzt hast du gesagt, ist hier der Bereich der Challenge. Genau, also hier haben wir das Trainingstool Campingboard. Macht man nur mit den Händen, das heißt, komplett ohne Füße versucht man so weit wie es geht nach oben zu kommen. Wir haben hier auch verschiedene Schwierigkeitsstufen. Wir haben mehr Fläche zum Auflegen für die Hände und haben aber auch wirklich hier wirklich nur Leisten. Ihr dürft aber erstmal die leichtesten benutzen und ihr dürft einfach mal versuchen,
versuchen, so weit nach oben und nach unten wieder zu kommen, wie es geht. Nach unten auch? Ja. Muss ich hier anfangen? Nein, ne? Du darfst auch im Stehen, wenn du willst, hier anfangen. Das ist auch kein guter Griff. Und das ist der leichteste, hast du gesagt. Ja. Yes. Ja, come on. Und wieder mit, ja. Hey, nicht schlecht. Nächste Challenge. Du darfst springen. Mit beiden Händen von einem zum nächsten. Come on. Ja. Ja. Yes. Come on. Come on. Alle. Noch einer. Ja. Ja. Nice. Runter will ich nicht. Ah. Nice. Nice. Ah, das tut aber so weh, weil du haust immer hin an die Wand. Ja. Und auf Flächen ist halt echt so irgendwann. Hier. Ja, ja, ja. Oh, aber geil. Wir challengen gegeneinander. Wir werden uns jetzt so lange wie es geht an diese Stange hängen. Und ja, wer als erstes runterfällt, der verliert. Und weg vom Boden. Wird's schon anstrengend? Ich möchte jetzt nicht reden. Ich habe wohl gewonnen. Du hast nicht meine Miene verzogen, du. Ich dachte, ich hätte eine Chance. So, und damit geht das Video jetzt langsam zu Ende. Herzlichen Glückwunsch, du hast deutlich länger gehangen. Und ich bin mir sicher, dass ihr auch noch, also Laura hätte noch um einiges länger hängen bleiben können. Ich muss wirklich sagen, ich finde es krass. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass Bouldern so auf so vielen Ebenen so schwierig ist. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell im Kopf anfängt mit der Angst, dass man irgendwo runterfällt oder sich stößt oder irgendwas. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass so schnell dieser Countdown kommt, weil du weißt genau, die machen deine Arme zu, die machen deinen Rücken zu und du hängst dann da und du weißt, okay, jetzt hast du 30 Sekunden da hochzukommen und wenn du einmal weg von der Wand und wieder dran bist, verlierst du einfach Zeit. Also ich hätte es nicht gedacht, aber ich muss auch wirklich sagen, geile Challenge an einen selber und es hat mega Spaß gemacht. Das freut mich sehr. Vielen, vielen Dank auch. Sehr, sehr gerne. Ihr seid immer herzlich willkommen. Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns auch im nächsten Video wieder. Macht's gut und bis dahin. Ciao. Ciao. Und jetzt kriegst du deinen Flammkuchen. Ja, in 7 Minuten.